an? Jetzt. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Immer mehr Menschen in dieser Stadt sind von Wohnungslosigkeit bedroht, oder sie sind schon wohnungslos. Unter ihnen zunehmend mehr Familien und Frauen mit Kindern. Viele der geflüchteten Menschen, die eigentlich aus den Gemeinschafts- und den Notunterkünften ausziehen könnten, finden keine Wohnung. Und weitere Menschen, die in Gemeinschaftsunterkünften leben, wie beispielsweise Frauen in Frauenhäusern, junge Erwachsene in Einrichtungen der Jugendhilfe, suchen vergeblich Wohnraum. Diese Situation, meine Damen und Herren, ist einfach nicht länger hinnehmbar. Der Senat muss endlich handeln. Deshalb haben wir Ihnen heute einen Antrag vorgelegt, der aufzeigt, wie ausreichend oder wie mehr Wohnraum mobilisiert werden kann für diese Menschen. Und dabei geht es uns um die Ferienwohnungen, die ja allenthalben von allen beklagt werden. Nach Schätzungen des Stadtrats Dassel aus Mitte werden in Berlin rund 23.000 Ferienwohnungen angeboten, die meisten illegal. Die durchschnittliche Größe einer Ferienwohnung beträgt rund 70 Quadratmeter. Und wenn man die Mindestanforderung an die Quadratmeterzahl für eine Person, das sind 9 Quadratmeter, zugrunde legt, könnte man dort 60.000 Flüchtlinge und 8.000 Obdachlose unterbringen. Wir reden hier nicht von Peanuts, sondern wir reden über rund 1,6 Millionen Quadratmeter Wohnraum. Wie soll das passieren? Wir schlagen vor, dass der Senat so schnell wie möglich Kontakt aufnimmt zu den Vermieterinnen und Vermietern der angemeldeten Ferienwohnungen. Die Kontaktdaten liegen vor, ist eine einfache Sache, und mit denen verhandelt. Kurz, der Senat, die Bezirksämter, aber auch andere Behörden sollen Mietverträge für die Ferienwohnungen abschließen, um dort die vorher genannten Menschen denn unterzubringen. Für eine angemessene Miete natürlich. Diese Mietverträge sollen zeitlich befristet sein, weil bis zum Ende April der Bestandsschutz besteht. Und nach April läuft alles wie im Gesetz vorgesehen. Entweder werden denn die Wohnungen sofort dem Wohnungsmarkt zur Verfügung gestellt, oder es muss über den Antrag Zweckentfremdung entschieden werden. Dann kommen wir zu den Vermieterinnen und Vermietern der nicht gemeldeten Ferienwohnungen, also der illegalen Ferienwohnungen. Die müssen jetzt mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro rechnen. Wir wollen Ihnen den Weg in die Legalität erleichtern und sagen, wenn Sie sich bereit erklären, Ihre Ferienwohnung unbefristet für geflüchtete Menschen und für andere Menschen in Wohnungsnot zu vermieten, dann wird dieses Bußgeld ausgesetzt. Meine Damen und Herren, der Antrag zeigt, es lässt sich weiterer Wohnraum gewinnen, und zwar relativ schnell. Wir brauchen keine Massenunterkünfte für geflüchtete Menschen in Containern, in Turnhallen, in Hangars, in Messehallen oder ehemaligen Kaufhäusern, in denen diese Menschen unter erbärmlichen Bedingungen leben müssen. Wir brauchen auch nicht immer mehr ASOG-Unterkünfte für Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind bzw. wohnungslos sind. Und wir brauchen auch keine Beschlagnahmung von irgendwelchen Lagerhallen, um weitere und immer größere Massenunterkünfte herzurichten. Wir brauchen endlich Wohnraum für Flüchtlinge und für geflüchtete Menschen in Wohnungsnot. Wir haben Ihnen einen sehr konkreten Vorschlag gemacht, und ich bitte, dass Sie diesem Antrag zustimmen, denn dann muss dieser Senat endlich mal handeln und sich von seinem Konzept der Massenunterkünfte und der menschenunwürdigen Unterbringung verabschieden.